So, herzlich willkommen meine Damen und Herren zu einem neuen Video für die Trainingsplangestaltung und diesmal kümmern wir uns um den Zweiersplit. Der Zweiersplit dürfte äußerst beliebt sein bei euch, so wie ich das erfahren habe und der richtet sich ja auch vor allem nach dem neuen YouTube-Trend, Fitness-Trend, wie man es auch immer nennen mag, nämlich vor allem den Muskel mehrmals die Woche zu trainieren und das Ganze nach einem Zweiersplit, meistens Push-Pull oder Oberkörper-Unterkörper. Es gab bereits schon ein Video zu dem Ganzkörpertraining und der Ganzkörpertrainingsgestaltung, wie man da einen Trainingsplan macht. Meine Meinung ist hier weniger gefragt, ob ich diesen auch empfehlen würde oder nicht, vor allem, weil es auch immer darauf ankommt, was für euch das Beste ist und was euch Spaß macht. Das ist immer im Vordergrund und wenn ihr es ausprobieren wollt, dann könnt ihr das gerne nach dieser Trainingsplangestaltung machen. Ich zeige euch mal, wie ich das aus meiner Sicht, aus Sicht eines Personal Trainers gestalten würde, wie so ein Plan Sinn macht meiner Meinung nach, sag euch aber auch ganz genau warum. Warum ich die Tage so anordne, warum ich den Split so anordne, warum ich die Übungen so anordne und so weiter. Das heißt, ihr könnt bestens nachvollziehen, was ich mir dabei denke, vielleicht auch eigene Lehren daraus schließen und euch einen eigenen Plan erstellen. Das Ganze läuft genauso ab, wie wir es bei dem ersten Video zu dem Ganzkörpertraining bereits schon gesehen haben. Ich zeige euch jetzt einfach mal anhand der Plangestaltung, wie ich diesen anordne und dann könnt ihr es natürlich dementsprechend auch nachbauen. Zunächst einmal ganz wichtige Voraussetzungen und Regeln dafür. Bei einem Zweiersplit geht es auch darum, genauso wie im Ganzkörpertraining, dass wir natürlich den Muskel möglichst zweimal die Woche belasten. Das ist so der Sinn hinter den meisten Zweiersplits und da wir ein größeres Volumen haben, beim Zweiersplit dementsprechend die Hälfte aller Muskulaturen, die am Körper sind, trainieren, sollte man natürlich nicht zu stark die einzelne Muskelgruppe beanspruchen und dadurch macht man das wiederum öfters in der Woche. Das ist so der Sinn dahinter beim Dreiersplit und weiter hoch, Vierersplit, Fünfersplit, haben wir weniger Volumen an einem Tag und können deswegen uns mehr auf den einzelnen Muskel konzentrieren, brauchen dadurch aber meistens mehr Erholung fürs zentrale Nervensystem und für die Muskeln. Das ist so die grobe Logik dahinter. Jetzt haben wir vor allem die Möglichkeit beim Zweiersplit, da werden wir den Muskel zweimal die Woche trainieren, im Gegensatz zum Ganzkörpertraining, wo wir ihn sogar bis zu dreimal die Woche trainieren können, aber eben so ein großes Volumen haben, dass wir ihn wirklich nicht mehr so ausführlich trainieren können. Beim Zweiersplit ist das schon anders, da haben wir die Möglichkeit, uns noch besser um die einzelnen Muskelgruppen zu kümmern. Und jetzt zeige ich euch einfach mal, wie ich das hier aufteilen würde. Dazu sehen wir hier schon wieder einen Plan, den ich vorbereitet habe. Und zwar haben wir hier die Trainingstage. Auf die roten Felder kommen wir gleich noch zu sprechen. Hier werde ich gleich die Muskelgruppen einteilen und hier kommen dann später die Satzzahlen rein. Eure erste Aufgabe wird es jetzt sein, mal all eure Lieblingsübungen auf einem anderen Dokument, das habe ich hier, niederzuschreiben. Die Lieblingsübungen pro Muskelgruppe, eure Lieblingsübungen für den Rücken oder auch die Übungen, die ihr überhaupt nur möglich die Möglichkeit habt, diese zu machen. Manche Fitnessstudios sind begrenzt oder ein Heimtraining oder dergleichen. Aber bitte achtet auf eine Sache, dass die auch komplex und vielseitig genug sind. Darauf können wir in diesem Video nicht so ganz eingehen, welche Übungen drin sein sollten und so weiter. Hauptsächlich geht es darum, welche ihr bevorzugt. Mehr wisst vielleicht schon, dass sie effizient sind bei euch, aber die ihr auch natürlich gerne macht und die abwechslungsreich genug sind. Beispiel, für die Brust sollte jetzt nicht nur jede Form von Bankdrücken dran sein, selbst wenn ihr die gerne mögt, sondern natürlich auch alle drei Varianten, Schrägbankdrücken, Negativbankdrücken, normal auf der Flachbank, dann mit unilateralen Bewegungen oder auch mit normalen Bewegungen, wo ihr beide Arme gleichzeitig für ein Gewicht benutzt und dann kann man da natürlich auch noch Isolationsübungen und Grundübungen reinbringen. Also Drückübungen sind dann die Grundübungen und beziehungsweise sowas wie Butterfly sind dann die Isolationsübungen. All das sollte möglichst drin sein, aber darunter gerne eure Favoriten. Das habe ich hier mal gemacht. Ich habe hier eine Liste angefertigt mit den Rückenübungen, die ich mag, die drin sein sollten, mit den Brustübungen, mit den Schulterübungen, mit den Bizeps- und Trizepsübungen und so weiter. Hier stehen jetzt also alle meine bevorzugten Übungen und auch abwechslungsreiche Übungen. Und die ordnen wir gleich mit einem ganz einfachen Drag-and-Drop-System, was ich mir hier gemacht habe, einfach nur zur Veranschaulichung. Macht es natürlich, wie ihr wollt, dann ziehen wir die hier rüber und ordnet die an. Ihr seht, wir haben hier vier Trainingstage und was ich jetzt mal mache, ist eine Einteilung. Und dann werdet ihr auch sehen, warum da diese roten Balken sind. Ich fange wieder an mit Rücken, danach Brust, Beine, Schultern, Bizeps und Trizeps. Zu der Reihenfolge, die könnt ihr natürlich jederzeit ändern. Grundsätzlich würde ich empfehlen, die komplexeren Muskulaturen, die größeren Muskelgruppen
nach oben zu bringen, beziehungsweise eben die Priorität darauf zu haben und dann erst auf die Kleinen zu gehen. Beim Rücken ist der Bizeps schon dabei, bei der Brust ist der Trizeps dabei. Und die Vorerschöpfung kann Sinn machen, aber grundsätzlich würde ich empfehlen, erstmal die komplexeren Übungen voran. Das ist so die Einteilung. Aber ob jetzt der Rücken vorangeht, die Brust oder die Beine, entscheidet da gerne nach eigener Priorität. Das heißt, was davon müsst ihr weiter ausprägen, was ist sowieso schon eine Schwäche von euch, was macht ihr einfach lieber voran, worauf wollt ihr Priorität setzen und so weiter. Das hier ist jetzt mal die Reihenfolge, die ich gewählt habe. Und jetzt haben wir eigentlich die Wahl zwischen zwei gängigeren Split-Systemen beim Zweier-Split. Wie schon gesagt, Oberkörper, Unterkörper und Push-Pull. Ich entscheide mich eindeutig für Push-Pull und empfehle euch auch den Push-Pull. Warum? Oberkörper, Unterkörper ist ein simples Problem, dass der Unterkörper einfach zu wenig Muskulatur hat und der Oberkörper dafür zu überladen ist. Eine andere Sache wäre, dass wir meistens als Bodybuilder ein bisschen mehr, vor allem als Lifestyle-Bodybuilder, Priorität auf den Oberkörper setzen, den man auch öfters sieht im Alltag und so weiter, als auf die Beine. Dennoch, die Beine sind zwar, ja, der größte und komplexeste Muskel und auch am schwierigsten, dass die drin zu verkraften fürs zentrale Nervensystem, erst recht bei den Gewichten, die wir dafür benutzen, Beinpresse und so weiter, aber letzten Endes, wenn man es gegen den gesamten Oberkörper, also Arme, Rücken, Brust, Bauchmuskeln und so weiter sieht, dann ist es einfach zu wenig. Und deswegen würde ich nicht empfehlen, auf diese Art zu trainieren. Denn Rücken und Brust an einem Tag und dann auch noch Schultern und die kleinen Hilfsmuskeln zusammen, wäre mir ein wenig zu viel. Und dann wüsste ich auch immer, dass Prioritäten ein großes Problem werden. Wenn ich Rücken vorantrainiere, Brust vorantrainiere, ist euch natürlich überlassen. Push-Pull finde ich besser und wir teilen den Push-Pull auch ein wenig anders auf, weil wir ein paar Muskeln, wie zum Beispiel den Delta-Muskel, also die Schultermuskulatur, auch noch unterteilen in dem Teil, der beim Pull dabei ist und beim Push dabei ist und so weiter. Und auch die Beine aufteilen. Beine sind zwar immer so ein Sonderfall, weil die kann man nicht mit den Armen vergleichen, die Antagonisten dort, Bein, Bizeps und Quadrizeps, der vordere Anteil des Beins. Denn bei so etwas wie Beinpresse und Ausfallschritte und so weiter, sind beide Muskulaturen immer dabei. Und je nachdem, welcher Körpertyp ihr seid, beziehungsweise eure individuellen Ausmaße, kann es sein, dass ihr mehr beim Beinbizeps, dass mehr auf den Beinbizeps geht, wenn ihr Ausfallschritte macht, oder mehr vorne. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass mein Hintern und mein Beinbizeps am meisten unter Ausfallschritten und jeder Grundübung leiden, während der Quadrizeps recht schwer zu treffen ist. Gut, darauf kommen wir noch. Dann, warum habe ich hier jetzt drei Lücken bei Rücken Platz gelassen, drei Zeilen, bei Brust drei und bei dem Rest nur zwei? Ähnlich wie beim Ganzkörperplan haben wir jetzt nur die Mehrmöglichkeiten. Dort hatten wir nur zwei Übungen eingeräumt, jetzt machen wir drei Übungen für diese Muskelgruppen an dem Tag. Mehr auch nicht, denn wir wollen auf ein Gesamtvolumen von nicht mehr als 24 Sätzen kommen. Das ist ein gutes 1,5 bis 2 Stunden Training, aber mehr als 24 Sätze macht kaum Sinn. Wir wollen am Ende nicht 30 Sätze, 35 Sätze oder 40 Sätze haben. Die meisten von euch werden damit total überladen sein und bei mir ist auch alles, was schon so über die 20 geht, sehr grenzwertig. Deswegen wollen wir hier zum Schluss bei der Satzzahl ungefähr bei 24 landen, nicht viel mehr, nicht unbedingt viel weniger. Und deswegen gibt es drei Übungen für den Rücken, drei Übungen für die Brust. Bei den Beinen nur zwei. Warum? Weil wir die Beine technisch gesehen, bei dem, was ich euch gerade gesagt habe, viermal jetzt die Woche haben statt nur zweimal. Macht ihr einmal eine komplexe Übung wie Ausfallschritte, kann es sein, dass ihr nicht direkt am nächsten Tag wieder trainieren könnt. Weder den vorderen Teil noch den hinteren. Deswegen, da haben wir ein bisschen Spielraum, ist auch gar nicht problematisch. Ist sogar ganz gut, dass wir mehr Spielraum haben. Aber deswegen brauchen wir nicht auch noch eine dritte Übung. Schultern, Bizeps, Trizeps sind kleine Muskulaturgruppen. Da reichen zwei Übungen vollkommen aus. So. Und jetzt erklären sich auch die roten Balken. An einem Push-Tag werden wir definitiv nicht den Rücken trainieren. An einem Pull-Tag definitiv nicht die Brust. Beine an beiden. Schultern, je nachdem welchen Teil, an beiden. Bizeps definitiv nicht am Push-Tag und Trizeps definitiv nicht am Pull-Tag. Und deswegen, die roten Felder brauchen wir da einfach nicht, damit wir einfach ein bisschen mehr Übersicht haben. Und jetzt fangen wir mal an. Wir fangen an mit dem Push-Tag, Brust. Natürlich fangen wir damit an. Und da mache ich erstmal eine Grundübung rein. Bankdrücken. Die Königsdisziplin ziehe ich hier rüber, haben wir jetzt Bankdrücken drin. Bankdrücken, was haben wir da? Erstens, wir benutzen beide Arme gleichzeitig für ein Gewicht. Das ist schon mal signifikant dafür. Und wir sind auf einer Flachbank. Also suche ich jetzt als zweite Übung natürlich einen schönen Ausgleich dafür. Jetzt nehme ich also eine Isolationsübung im Gegensatz zu einer Grundübung, auf der Schrägbank im Gegensatz zur Flachbank und unilateral im Gegensatz zu der bilateralen Übung oben. Maximaler Gegensatz, super Ergänzung, Schrägbank, Kabel, Fliegende.
also zwischen den beiden Towern, dann hoch. Wenn ihr Tipps braucht zu den einzelnen Übungen, die meisten davon findet ihr auf meinem Kanal. Ansonsten schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr eine Übung genau erklärt haben möchtet. Höre ich gerne immer wieder drauf, aber das kann man natürlich hier an der Stelle nicht machen. Als drittes möchte ich gerne den unteren Teil der Brust noch trainieren. Jetzt hatte ich den flachen Anteil und den oberen Anteil, also mache ich jetzt noch den unteren Anteil und gehe wieder auf eine Mehrgelenksübung und das sind die Dips. Dips wärmen schon unseren Trizeps ganz gut auf. Damit haben wir ein sehr komplettes Programm für die Brust und wir werden später auch noch sehen, am zweiten Pushtag werden wir das hier noch ergänzen. Denn ähnlich wie mein Ganzkörpertrainingsplan zählt es, was wir am Ende der Woche alles gemacht haben. Wir wollen so viele Übungen wie möglich reinbringen. Wir werden also nicht den Pushtag 1 einfach nur wiederholen, sondern wir werden ergänzende Übungen dazu machen. So, bei den Beinen. Da fangen wir jetzt mal am Pushtag. Da ist es ganz wichtig, dass wir definitiv die Beinstrecker einbauen. Oh, die habe ich hier noch gar nicht stehen. Beinstrecken, definitiv drin. Beinpresse dafür zweimal, brauchen wir nicht. So, also Beinstrecken muss definitiv rein. Das ist die Isolationsübung für den Quadrizeps. Und jetzt kommt mein erster Tipp. Ich persönlich würde nur Beinstrecken reinbringen. Also nur die Isolationsübung für den vorderen Teil und würde das komplette Bein, also den vorderen und hinteren Teil, am nächsten Tag beim Pulltag nochmal einbauen. Solltet ihr das anders machen wollen, solltet ihr direkt die Beine mehr belasten wollen, könnt ihr gerne so etwas wie Ausfallschritte oder die Beinpresse noch mit reinbringen. Aber wie gesagt, ich persönlich empfehle jetzt erstmal, das hier rauszulassen, denn sonst ist das Bein einfach im A für den nächsten Tag und dann können wir es eh erst wieder danach trainieren. Deswegen hier nur Beinstrecken rein. Jetzt kommen wir schon zu den kleinen Muskulaturen. Die Schultern. Weil wir für die Schulter bereits schon drei Sätze hatten, für den vorderen Delta wohlgemerkt. Wir haben den vorderen, wir haben den mittleren und wir haben den hinteren Delta. Für den vorderen Delta haben wir drei komplett krasse Sätze gehabt. Ja, das geht zu 100% da oben drauf. Nicht nur zu 20 oder 50 oder dergleichen. Es sind 100%. Also kümmern wir uns jetzt, damit wir die komplette Schulter drin haben und vor allem den wichtigen Teil, der sie so richtig schön rund macht, der mittlere Delta. Deswegen kümmern wir uns jetzt darum und machen Seitheben mit den Kurzhanteln im Dropsatz. Das heißt, einmal das Gewicht reduzieren, direkt weitermachen. Und weil wir den mittleren Delta eben noch komplett ausreizen wollen, haben wir hier Seitheben am Kabel. Das hier ist eine andere Übung. Es ist nicht beides Seitheben. Am Kabel habt ihr vor allem den schwersten Punkt hier unten, wenn ihr das überwinden müsst, einfach durch den anderen Zug. Bei Kurzhanteln ist der schwerste Punkt natürlich hier oben. Das ist der Unterschied und deswegen ergänzen die sich unheimlich gut. Zweimal Seitheben, mittleren Delta richtig rausgeknallt. Damit haben wir den mittleren Delta und den vorderen abgehakt. Und jetzt kommen wir zum Trizeps und da nehmen wir einmal French Press. French Press aber mit C und das an der SZ-Stange. Also ihr liegt und die SZ-Stange nach oben drücken. Für mich die ultimative Trizepsübung, die einzige, wo ich so richtig krassen Reiz merke. Alle anderen sind nett, schön, davon kriege ich aber nicht mal ansatzweise einen Muskelkater am nächsten Tag. Und als zweites nehmen wir dann noch, wir hatten einmal die Oberarme hier, also in der Stretch-Position, jetzt möchte ich die an der Seite haben. Das ist ein großer Unterschied. Nehmen wir noch Seildrücken rein, aber weil wir jetzt gerade mit beiden Armen das gemacht haben, einarmig. Ihr seht also auch wieder ein großer Unterschied. Wir haben einen Hammergriff statt einen SZ-Griff, wir haben den Oberarm an der Seite statt in der Stretch-Position und wir benutzen es einarmig statt beidarmig. Maximal. Das hier ist der erste Plan. Damit haben wir dann alles reingebracht und für den Tag abgehakt. Von den Satzzahlen her nehmen wir bei den großen, ja, auch eigentlich bei den kleinen, nehmen wir bei allem drei Sätze, 9 für die Brust, absolut ausreichend. Insgesamt habt ihr, das müsst ihr bedenken, ein Workload von 18 Sätzen für die Woche für die Brust. Das ist schon eine Menge. Beim Beinstrecken, weil das die einzige Übung ist, die vorne drauf geht, nehme ich mal 4 Sätze. Seitheben nochmal, nicht 4, sondern 3. Hier auch nochmal 3, dann haben wir 6 Sätze Seitheben, das ist ordentlich. Und für den Trizeps nehmen wir auch nochmal 6 Sätze. Auch da, diejenigen von euch, die denken, mein Trizeps ist danach eh schon platt, das kann gut sein, vor allem bei den ganzen Drückübungen und nach den Dips, dann macht ruhig nur eine Übung. Weniger ist manchmal mehr. Und ihr seht, wir kommen auf 25 Sätze, das war so grob unser Ziel, passt. Das wird wieder ein langes Video. Kommen wir zum Pulltag. Beim Pulltag fange ich an mit natürlich einer wichtigen Übung, die wir da drin haben wollen. Klimmzüge. Dann haben wir schon mal den Lat. Wir haben den unteren Teil des Rückens damit, den Latissimus. Wir ziehen an beiden gleichzeitig. Und um das auch auszugleichen, dazu eine gute Ergänzung zu finden, nehme ich
Danach eine einarmige, also eine unilaterale Übung. Und zwar rudern. Rudern an der unilateralen Maschine eng. Das heißt, diese Maschine, wo ihr dann enges Rudern machen könnt, könnt ihr natürlich wahlweise auch mit einer Kurzhantel machen. Damit habt ihr einen richtig guten Ausgleich. Ihr seid eng statt breit, ihr macht es einarmig statt beidarmig und jetzt geht es auf den kompletten großen Rückenmuskel, weil der Winkel einfach ein anderer ist. Eine Ruderübung haben wir drin. Und jetzt nehmen wir zum Schluss noch Kreuzheben rein als super Ergänzung dazu und ihr habt das Rückenprogramm bereits zusammen. Das Ganze werden wir noch ergänzen, gerade beim Rücken, das ist so vielseitig, müssen wir hier drei ganz andere Übungen nehmen und machen das am zweiten Tag. Dann kommen die Beine. Diesmal können wir die Beine ein wenig anders trainieren. Vor allem müssen wir jetzt die Priorität auf den Beinbizeps legen. Das machen wir. Wir machen jetzt einmal die Ausfallschritte rein, weil Ausfallschritte einfach hardcore gut sind. Und danach können wir noch den Beinbeuger ein bisschen ausreizen mit der Isolationsübung. Also quasi nur hinten den Beinbeuger trainieren und bei den Ausfallschritten insgesamt. Ja, selbst wenn es brennt vom Vortag mit dem Beinstrecken, aber da müsst ihr, wie gesagt, improvisieren und einfach schauen, wie ihr zurechtkommt. Ansonsten müsst ihr die Beine auf einen von den beiden Tagen verlegen. Danach kommen wir zu den Schultern. Schultern haben wir nur noch den hinteren Delta. Denkt dran, 2/3 der Schulter, den vorderen und den mittleren Teil, haben wir beim Push-Tag schon drin gehabt. Deswegen brauchen wir hier auch keine zwei Übungen, sondern nur eine. Und das ist nur für den hinteren Delta. Also Reverse Butterfly. Das reicht auch schon. Und dann haben wir noch für den Bizeps, da nehmen wir einmal die Schrägbank-Curls. Guter Ausgleich zu den Rückenübungen davor, weil ihr den Oberarm jetzt da hinten habt, maximalen Stretch drin habt und ihr benutzt Kurzhanteln. Und was wir danach noch machen können, sind Scott-Curls an der Maschine. Gerne auch beidarmig oder einarmig, wie ihr wollt, ist eigentlich Wurst. Wichtig ist, jetzt habt ihr die Oberarme einmal vorne und einmal hinten und dadurch einen super Ausgleich, die beiden. Von den Satzzahlen machen wir es hier wieder ähnlich. 3, 3 und 3, das reicht dicke. Bei den Ausfallschritten 2 bis 3, so viel mehr gar nicht, denn sonst sind sie einfach zerstört. Und beim Beinbeuger fast ähnlich, weil der Beinbeuger auch schon bei den Ausfallschritten drin ist. 3 sollten reichen, hier weniger kann auch mehr sein. Reverse Butterfly reichen 3. Und natürlich für den Bizeps, die meisten von euch werden mit einer Übung und 3 Sätzen absolut dicke zurechtkommen. Und ihr seht, wir landen bei 24 und damit ist das richtig schön ausgeglichen, auch zum Push-Tag. Haben wir also schon gut verteilt. Und jetzt kommt es ein bisschen interessanter zum Push- und Pull-Tag des zweiten Tages. Und da müssen wir nämlich nicht nur darauf achten, dass wir wieder ein tolles Training hinbekommen, wo es sehr ausgeglichen ist an diesem Tag, sondern auch ausgeglichen ist und ergänzend ist zu dem ersten Tag, den wir haben. 3-4 Tage später also. Womit fangen wir diesmal an? Beim letzten Mal haben wir mit der Flachbank angefangen. Und diesmal fangen wir mit der Schrägbank an. Beim letzten Mal haben wir mit einer Übung angefangen, wo wir beide Arme benutzen. Jetzt machen wir das mit einer unilateralen Übung. Also bleibt nicht mehr viel übrig. Wir nehmen Schrägbankdrücken mit Kurzhanteln. Ihr seht, ein maximaler Unterschied in der Priorität zur letzten ersten Übung. Und damit setzen wir jetzt quasi den Beginn. Als zweites wollen wir wieder eine Isolationsübung. Ich bevorzuge die Isolationsübung in der Mitte zu haben und zum Schluss dann nochmal alle Muskeln dran beteiligen zu lassen. Und da nehmen wir Fliegende an der Maschine. Jetzt sind wir also im flachen Teil und nicht mehr im oberen Teil, also im mittleren Teil der Brust. Und die Fliegende an der Maschine werden in den meisten Fällen wahrscheinlich auch unilateral sein. Und dann nehmen wir zum Schluss nochmal eine Übung. Ihr könnt Negativbankdrücken machen an der Maschine, wenn ihr so etwas habt. Ich nehme jetzt mal Bankdrücken rein. Den negativen Teil, ja, darauf könnt ihr noch gehen. Ich nehme jetzt nochmal einen kompletten Teil, vor allem, weil ich dann einfach zum Schluss, wenn ich schon so ein bisschen ausgepowert bin, an der Maschine etwas sicherer bin, da nochmal aber richtig Gas geben kann und alles geben kann. Also nochmal Bankdrücken an der Maschine. Und ihr seht auch, der Ausgleich zum Tag davor, zu dem Push-Tag davor, ist dort, ist gegeben. Und jetzt, es wird wieder recht simpel. Am Push-Tag machen wir bestenfalls den Beinstrecker wieder rein. Wie davor schon. Und da wir schon am Vortag oder 2 Tage davor die Ausfallschritte haben, brauchen wir natürlich nichts anderes. Beinstrecken reicht wieder. Bei den Schultern, ja, da wollen wir eigentlich immer auf den seitlichen Delta gehen. Aber damit wir nicht komplett vernachlässigen, mal eine Überkopfbewegung nur zumindest drin zu haben, die wollen wir nämlich irgendwie beibehalten, bringen wir jetzt aus Prinzip mal Schulterdrücken an der Multipresse rein. Dann habt ihr wenigstens einmal diesen Movement drin, die Bewegung über Kopf zu drücken, werdet da nicht viel schwächer. Da macht ihr es, volle 3 Sätze, schön ausreizen mit gutem, hohen Gewicht und danach aber doch wieder der Klassiker rein, Seitheben. Und diesmal, weil wir Seitheben bereits schon an der Kurzhantel hatten und am Kabel hatten, machen wir das an der Maschine. Guter Ausgleich und dann kommen wir
Zum Schluss noch zu dem Trizeps. French Press ist einfach toll. Beim letzten Mal hatten wir French Press mit der SZ. Jetzt machen wir das mal mit Kurzhanteln. Gibt einen klein wenig anderen Reiz. Beim letzten Mal hatten wir Seildrücken einarmig. Jetzt nehmen wir Seildrücken am Seil. Natürlich könnt ihr auch, wenn ihr das bevorzugt, die Stangen nehmen. Ich bevorzuge grundsätzlich die engen Haltungen im Hammergriff, weil ich meinen äußeren Trizeps immer mehr belasten möchte. Denn der innere ist saustark, der äußere ist nicht zu sehen. Und damit haben wir einen guten Ausgleich zum Pushtag davor und auch untereinander wieder einen guten Ausgleich. Kommen wir also jetzt zum allerletzten Tag, endlich. Das Video ist schon viel zu lang. Und sind am nächsten Pulltag. Hier beim letzten Mal haben wir angefangen mit einer Latzugübung mit Klimmzügen. Jetzt fangen wir an mit einer Ruderübung. Eng. Eine richtig schöne Grundübung, wo wir das am Kabel machen. Enges Rudern. Danach müssen wir den Latt natürlich wieder reinbringen. Der Latt sollte dabei sein. Diesmal machen wir aber den Unterschied. Beim letzten Mal hatten wir den Latt mit beiden benutzt. Jetzt nehmen wir das an der unilateralen Maschine, die man unabhängig voneinander benutzen kann. Haben dadurch also einen Ausgleich zum Pulltag davor und haben hier einen Ausgleich zu der ersten Übung. Und als drittes nehmen wir dann noch T-Bar-Rudern rein, und zwar das Breite. Gibt es auch ein Video hier auf meinem Kanal zu. Ihr fasst sehr breit und zieht es hoch, dann habt ihr den oberen Schultergürtel drin. Denn beim Rudern vorher hatten wir vor allem den mittleren Teil drin, beim Latzug den unteren. Jetzt nehmen wir nochmal den oberen Teil. Also auch hier wieder eine super Ergänzung zum eigentlichen Trainingstag und natürlich auch zum Pulltag davor. Bei den Beinen. Wenn eure Beine erholt genug sind, könnt ihr gerne nochmal Ausfallschritte machen. Diesmal nur mit einem Unterschied. Wir machen die Ausfallschritte mal mit Kurzhanteln. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr so eine Beinpresse reinbringt, ach, wisst ihr was, nehmen wir mal die Beinpresse. Machen wir mal die Beinpresse, dann habt ihr irgendwann was anderes drin. So, es ist bei Beinen wirklich eine sehr viel Vorliebenssache. Und Beinbeuger, wenn ihr das noch braucht, auch wieder rein. Schultern. Schultern am Pulltag kennen wir schon. Das war bei uns bisher nur der hintere Delta, den wir brauchen. Und das machen wir auch hier wieder. Wir machen jetzt nur Seitheben vorgebeugt, weil Reverse Butterfly hatten wir schon einmal drin. Das reicht auch dann schon. Und beim Bizeps, da nehmen wir, wir haben beim letzten Mal mit Schrägbank-Curls angefangen, dann fangen wir jetzt mit einer Übung an, wo wir beide Arme benutzen, SZ-Curls. Da ist der Oberarm an der Seite, nicht davor, nicht dahinter. Damit haben wir schon einen perfekten Ausgleich zu den anderen beiden Übungen geschaffen. Und damit wir nochmal einen Hammergriff drin haben, Hammer-Curls mit den Kurzhanteln. So, wir tragen noch die Satzzahlen ein, aber da wird sich nicht viel ändern zu denen davor. 3, 3, 3, beim Beinstrecken auch nochmal 4, hier 3 und 3 und da 3 und 3 und wir sind wieder auf unsere 25 gekommen. Und hier das gleiche 3, 3, 3, 3, 3 und wie gesagt bei Beinen immer unter Vorbehalt. Und wir sind wieder auf unseren, oh, hier sind wir auch auf 24 gekommen. So, ihr habt es durchgehalten bis hierhin. So würde ich ein Training planen. Wenn ihr Fragen dazu habt, zu den Übungen, zu der Reihenfolge der Übungen, dann lasst es mich gerne wissen und schreibt es in die Kommentare. Schreibt mir gerne auch mal in die Kommentare, ob ihr grundsätzlich lieber in einem Zweiersplit trainiert, Ganzkörper trainiert oder auf Dreiersplit und den Muskel nur einmal die Woche trainiert. Oder wenn ihr weitere solche Videos wollt, Trainingsplanung zu einem Dreiersplit, Vierersplit, auch das lasst mich wissen. Ich gehe sehr gerne auf eure Kommentare ein, denn das nimmt mir so ein bisschen was ab. Und ihr liefert mir die Videoidee und ich weiß ganz genau, dass ihr es da draußen braucht. Umso mehr Daumen nach oben dann anschließend eure Videovorschläge bekommen, desto eher werde ich dem natürlich dann nachkommen. Das war's dann erstmal von mir. Wenn euch das soweit gefallen hat, auch wenn es ein sehr langes Video war, Daumen nach oben. Wenn es zu lange war für euch, auch Daumen nach oben. Und ansonsten, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert den Kanal, empfehlt ihn weiter. Und ansonsten war's das von mir. Ich bin raus, euer Gotti, bis bald.